Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich dachte, ich nähere mich mal dem Thema offen rein, beziehungsweise wollte ich mir mal so ein bisschen klar werden, wie viele offene Reihen ich eigentlich habe. Unabhängig davon, wie viele erste Teile ich hier habe, aber noch nicht begonnen habe. Und mir war schon immer bewusst, dass ich einige offene Reihen habe. Und aber ich muss ehrlich zugeben, mir war nicht ganz so bewusst, wie viele offene Reihen es eigentlich sind. Ich habe zwar vor meinem Umzug ja so ein bisschen angelegt, was für Bücher ich habe, weil wenn man sowieso jedes Buch in der Hand hat, bietet sich das ja an. Aber jetzt in Vorbereitung auf dieses Video habe ich festgestellt, schon alleine nur die ich jetzt erstmal rausgesucht habe, sind es schon so einige. Und ich würde nicht sagen, dass mir das Herz in die Hose gerutscht ist, aber ich habe mich selbst ein wenig erschrocken, wie viele es dann doch sind. Ja, deswegen werde ich diese kleine Mini-Reihe ein bisschen aufsplitten und mit den ersten 7 hier sind, und die sind so ein bisschen die Kategorie Krimi, Thriller, die ja auch sehr oft so in Reihen abgehandelt werden. Mit denen möchte ich gerne beginnen. Bei der ersten Reihe, die ich euch zeigen möchte, handelt es sich um eine eigentlich schon recht starke Reihe, also mit relativ vielen Bänden. Und ich denke, dass sie doch durchaus bekannt ist, weil auf ihr auch die gleichnamige Serie basiert. Und zwar spreche ich von der Reihe von Tess Gerritsen, und zwar heißt sie Lizuli und Eis, beziehungsweise ist das das Ermittler-Duo, und ich habe hier quasi den ersten Band, die Chirurgin aus dem Blanc Valais Verlag. Ich habe dieses Werk 2015 gelesen, im September 2015, und bin irgendwie nicht über den ersten Band hinausgekommen. Das heißt nicht, dass mir dieser erste Band nicht gefallen hat, aber ich tendiere immer zwischen Band 1 und Band 2, beziehungsweise zwischen den verschiedenen Bänden immer etwas Zeit zu lassen, weil ich habe immer Angst, dass mir das zu viel wird, beziehungsweise habe ich immer das Bedürfnis, danach etwas anderes zu lesen. Und so ist das Schicksal vieler Reihen bei mir, dass sie dann verweisen. Genauso auch wie die. Ich fand den ersten Band sehr, sehr gelungen. Ich mochte die Ermittlerin Ermittlerin mit R, nennen wir es so, ich kann es nicht aussprechen, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Die zweite Ermittlerin von dem Duo quasi haben in diesem Band noch nicht kennengelernt, aber die Protagonistin mit R. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich mochte den Kriminalfall. Er war spannend. Es war gut geschrieben. Der Schreibstil war für den Krimi wirklich packend und war auch wirklich ein Page-Turner. Also hat mich an den Seiten gehalten. Und aber trotzdem bin ich halt nie über Band 1 hinausgekommen. Zu meiner Schande muss ich auch noch gestehen, dass ich hier auch noch 3 weitere Bände habe, also bis Band 4 quasi. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch sehr, sehr gerne weiterlesen möchte, weil als ich das Buch durch den Umzug in der Hand hatte, musste ich sagen, dass ich doch wieder sehr viel Lust darauf habe. Und ja, ich hoffe, ich greife bald dazu, und es kommen mir nicht ganz so viele andere Bücher dazwischen. Bei der nächsten offenen Reihe ist noch nicht ganz so werkereich, sag ich mal. Und ich hatte sie euch auch bereits, also diesen ersten Band, in einem Video vorgestellt, beziehungsweise auf jeden Fall in einem gelesenen Video vorgestellt. Und zwar handelt es sich um eine Reihe um einen Ermittler, beziehungsweise um eine Heimatstadt quasi. Und zwar handelt es sich um die Max Heller. Und hier ist der erste Band von Frank Goldammer, der Angstmann, welcher mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Angst,
dass mir ja lokale Krimis oder beziehungsweise Werke, die so in der Heimatwelt spielen, ja nicht so gut gefallen, beziehungsweise hatte ich immer Angst, dass man ja immer nur darauf achtet, wo er jetzt ist, macht das Sinn, dass er dahin geht. Aber ich finde, dass Frank Gottammer das hier wirklich wahnsinnig gut gelöst hat. Mir hat Band 1 sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Freude beim Lesen und war erstaunt, wie gut ja, Dresden hier hineingepasst hat. Band 2 habe ich auch schon da und ja, ich denke mal, Band 3 wird auch bald folgen, weil ich auch auf die Lesung des Autors zu Band 3 gehen werde. Und aber über Band 1 bin ich hier auch nicht hinausgekommen. Aber man muss ja dazu sagen, die Reihe ist noch nicht ganz so alt wie die davor. Genau, aber hier bin ich mir zu 100%ig sicher, dass ich das noch lesen werde. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt zu jeder Serie, nicht zu jeder Serie, aber zu jeder Reihe sagen werde, dass ich sie noch weiterlesen werde. Wir bleiben gespannt. Bei der nächsten Reihe handelt es sich, glaube ich, um, ja, ebenfalls wieder um, ja, Ermittlungen von Kriminalfällen, aber diesmal, ja, ist das Ganze gewissermaßen gespickt mit, ja, Sichten des Täters, beziehungsweise was dieser so macht und denkt, und man erfolgt quasi so dem Mittlerteam. Was ich sehr, sehr gut gelungen fand eigentlich, aber ich bin nicht zu 100% in diesen ersten Band gekommen, weil die Stimmung schon etwas anders ist. Ich kann nicht mal sagen, was. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie düster ist, weil eigentlich kommt das immer sehr gut an. Also jedenfalls bei mir mit Krimis und Thrillers. Aber irgendwas hat mich da nicht zu 100% ja, überzeugt. Und vielleicht ist es das, warum ich noch nicht zu Band 2 gegriffen habe. Aber ich weiß, dass ich eigentlich gerne wissen möchte, ja, wie es weitergeht. Und zwar spreche ich eigentlich von der Reihe Victoria Bergmann Trilogie von Erik Axel Sundt, und zwar hier bei dem ersten Band Krähenmädchen. Dieser Krimi spielt ja, glaube ich, in Norwegen, und vielleicht die Autoren haben es eigentlich sehr gut geschafft, oder Schweden, eins von beiden, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, das ist auch schon eine ganze Weile her, als ich das gelesen habe. Ich bin nicht so ganz mit der Ermittlerin zurechtgekommen. Vielleicht war das einfach ein holpriger Start, und ich muss dem zweiten Band auch einfach mal, ja, eine Chance geben, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, müsste ich, glaube ich, den ersten Band einfach nochmal lesen, um wirklich wieder drin zu sein. Ja, und zwischendrin gleich mal zu fragen, wie macht er das eigentlich mit rein, wenn sie quasi schon vollständig vorhanden sind? Lest ihr sie dann eigentlich gleich durchweg, oder lasst ihr euch auch so wie ich immer etwas Zeit und habt danach das Problem, dass ihr eigentlich viel zu viele offene, ja, Reihen habt? Dann habe ich jetzt ein Werk, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob es eigentlich der erste Teil ist, aber macht ja nichts. Und zwar sehe ich das eigentlich nicht zu 100% als Reihe, weil ja ein bisschen die Fälle losgelöst sind, beziehungsweise die sind ja schon ein bisschen abgeschlossen, und die einzelnen Bücher kann man doch schon in sehr großen Zeitabständen lesen. Und zwar spreche ich hier von der Reihe um den Ermittler, wie heißt er denn, Robert Langdon, und zwar Illuminati von Dan Brown. Ich denke, der Ermittler ist auch dem einen oder anderen schon sehr bekannt, weil ja nun auch die Bücher verfilmt worden sind, und ja, so der Themenkomplex, um das es sich ja eigentlich immer dreht, sehr bekannt ist. Aber nichtsdestotrotz sage ich noch mal kurz: Robert Langdon ist ein Professor, und zwar ein Professor der Geschichte, wenn ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Und er löst immer so ja, Fälle, die mit historischem Hintergrund sind und in sehr historischen Städten spielen, also wie in, ja, Rom, London oder Paris.
Ich mag die Stimmung und die, was so nebenbei erzählt wird, also wie viel man eigentlich nebenbei noch erfährt. Also wann, sage ich jetzt mal gesponnen, wann die Sixtinische Kapelle erbaut worden ist oder wann welches Gemälde entstanden ist oder die Hintergründe eines Gemäldes. Das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne an diesen Werken. Auch wenn sie jetzt schreibtechnisch jetzt kein absolutes Meisterwerk sind. Aber für zwischendurch und für ja, einfach mal Entspannung ist es doch sehr, sehr gut geeignet. Bei den Büchern muss ich auch ehrlich sagen, habe ich festgestellt, dass der Zeitabstand zwischen den einzelnen Bänden eigentlich überhaupt nicht schadet, dadurch, dass sie ja sehr ja, unabhängig voneinander sind. Und ja, das Einzige, an was man sich eigentlich so ein Stück weit erinnern muss, ist so ein bisschen an den Protagonisten Robert Langdon, der so ja, sich auch weiterentwickelt, aber Dan Brown macht das irgendwie eigentlich sehr gut. Er greift dann nochmal bestimmte Dinge auf, die ihm widerfahren ist und erklärt das nochmal ein Stück weit. Und dadurch kriegt man das eigentlich sehr, sehr schnell wieder in Erinnerung. Das haben ja Kriminalfälle eigentlich immer sehr oft, aber manchmal schaffen das die Autoren irgendwie nicht, dass man ja die persönliche Entwicklung nochmal kurz aufgreift und nochmal einen kleinen Fakt hin und dann hat man das wieder. Dadurch ist es manchmal etwas schwieriger, in den Reihen fortzufahren, weil man nicht ganz genau mehr weiß, wie haben sich die Charaktere entwickelt. Dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Krimis, die ich quasi hier noch, Krimireihen, die ich quasi noch offen habe. Dann haben wir zum einen den ersten Band von der Reihe um Simon, nein, nicht Simon Beckett, das ist der Autor, sondern wie David Hunter hieß er. Und zwar hier der erste Band Genie des Todes von Simon Beckett. Ich habe hier noch eine sehr, also meine Ausgabe hier, die ist wahnsinnig alt und so sieht sie auch aus. Aber ich finde halt immer, dass das bei so einem Krimi überhaupt nicht schadet. Ich finde manchmal, dass er doch sehr abgewetzt aussehen könnte, auch wenn ich ja, dennoch immer darauf achte, dass es nicht so ist. Aber für so das Lesefeeling ist es schon irgendwie klasse, wenn der Krimi ein bisschen abgewetzt ist. Ja, in der Reihe von David Hunter verfolgen wir quasi den Ermittler David Hunter, der ja Anthropologe, nennt man das Anthropologe? Anthropologe ist, genau, und quasi die Leichen auf ihrem Verwesungsgrad hin untersuchen und anhand von Insekten und Getier feststellen kann, wann und mitunter auch um welche Umstände das Opfer ja gestorben ist oder die Leiche besser gesagt. Ich mag die Fälle um David Hunter. Es wird natürlich von Band zu Band, wie soll ich sagen, extremer, sage ich mal. Chemie des Todes hat mir nach mit Leichenblässe eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich mag einfach David Hunter. Ich mag den Stil von Simon Beckett, dass man auch hier so ein Stück weit ja mitgerissen wird, dass man auch gewisse Fakten mitgeliefert bekommen, auch nebenbei noch was lernt. Die Serie und David Hunter eigentlich sehr gern. Das ist auch eine Reihe, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt schon drei Werke, vier, nee, drei, vier habe ich aber da gelesen, ist damit also quasi mit den Büchern von Dan Brown und um Robert Langdon die mit weitverfolgteste Krimireihe. Krimireihe, genau. Ja, dann haben wir ein Werk oder eine Reihe, die ich schon sehr, sehr lange oder wo ich den ersten Werk schon sehr, sehr lange gelesen habe oder das Lesen schon sehr weit zurückreicht und ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, um was es eigentlich geht, aber ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, als ich es gelesen habe und ich mochte es eigentlich sehr. Und zwar handelt es sich um Tawaya Soeniwara Schwarz. Und zwar aus dem ATB Verlag, also aus dem Aufbau Verlag. Und zwar ist das die Reihe um Leo Kara Ermittelt unter dem Ermittler. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr sagen, um was es sich hier dreht.
ich weiß, dass ich eigentlich die Cover sehr gerne mag und die, ja, die Aufmachung dieser Reihe. Weil, soweit ich weiß, ist dann der nächste Band heißt Weiß und Rot und Tod, also sehr, sehr ähnlich gehalten. Ich muss definitiv diesen ersten Band nochmal lesen, um klar zu wissen, um was es geht und um auch weiterzumachen. Ich hoffe, dass ich die anderen Bände noch kriege und dass mich auch mal die Lust packt, das nochmal zu lesen. Ich habe es doch durchaus oftmals im Kopf und sage, ich könnte es nochmal wieder lesen, aber wie das halt immer so ist, ja, viele Bücher, die man hat, will man gerne lesen und eigentlich kommt man nur zu relativ wenigen oder beziehungsweise nicht zu so vielen, die man gerne lesen möchte. Ja, dann haben wir auch schon das letzte Werk, was ich in dieser Reihe kurz nennen möchte. Und eigentlich ist es auch ein relativ bekanntes Werk, beziehungsweise die Reihe ist sehr bekannt, und zwar 5 von Ursula Poznanski. Und zwar ist das die, heißt die Reihe so, ja, da ist mir der Name entfallen. Auch dieses Werk habe ich bereits schon 2015 gelesen und habe wenigstens hier nur den zweiten Band vorrätig quasi. Ich weiß noch, dass es hier um Geocaching ging und die Ermittlerin. Diesmal war es ja eine Ermittlerin, was ich sehr, sehr positiv finde, weil oftmals hat man ja doch nur Ermittler. Und dass dieses Konzept, also hier geht es offen, also viel um Geocaching und wie man mit diesen, ja, man hat, Ursula Poznanski hat hier mit diesem Geocaching quasi die Spur zum Täter bzw. zum Opfer gelegt. Was mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, mir war auch die Ermittlerin sehr sympathisch und ja, ich mochte die Stimmung, die es war, soweit ich mich erinnere, doch Sommer und das ist ja immer so ein Knackpunkt bei mir. Ich kann ja immer Bücher, die im Sommer spielen, nicht im Sommer lesen. Deswegen kann ich dieses Werk auch nicht nochmal lesen, um quasi den zweiten Band zu lesen. Ja, aber ich habe auch hier wirklich Lust, nochmal weiterzulesen. Und ja, bin gespannt. Wie ich mittendrin schon mal gefragt habe, würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, wie ihr mit offenen Krimireihen umgeht. Lest ihr die hintereinander weg, weil ihr nicht den Anschluss verpassen wollt oder weil ihr einfach gerne den Ermittler dann gleich durchweg verfolgt? Oder macht ihr so wie ich, immer mal wieder eine Pause und habt dann das Problem, dass die Reihen ja offen verweisen, sag ich mal. Das würde mich sehr interessieren. Natürlich können wir auch sehr gerne über die Bücher diskutieren und wie ihr so fandet, wenn ihr die Reihe fandet. Das würde mich natürlich auch interessieren. Des Weiteren wäre ich natürlich sehr dankbar für jeden Tipp, wie ich es schaffen könnte, meine offenen Reihen weiter zu verfolgen und sie quasi nicht immer im Sand versacken. Ja. Demnächst gibt es dann den zweiten Teil in dieser kleinen Mini-Reihe und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich bis dahin. Tschüss!